Oh, ist die schön. Ist die cool. Okay, Lotuslampe müsste eigentlich dann in unser rosa Zimmer, ne? Aber ich bin mir, wie gesagt, noch nicht ganz schlüssig, wie ich das rosa Zimmer gestalten soll. Vielleicht baue ich es auch komplett um. Und wir packen da diese ganzen modernen Möbel rein. Und dann kommt die Retroanlage aber zu den modernen Möbeln oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es doch noch nicht. Ich bin mir so unschlüssig. Tut mir leid. Gruselig, wenn nur die Dinger hier Geräusche machen. Was nehmen wir denn da? Ist in Ordnung, aber wir müssen es mal komplett neu einrichten. Wisst ihr was? Das mache ich mal offscreen. Wir bestellen ganz coole Möbel. Ich mache das offscreen. Ja, und dann schauen wir mal. Das Radio. Irgendjemanden fehlte doch noch Musik im Zimmer. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendjemanden wollte mir ein Radio schicken. Da ist der Radiorekorder. Also ich werde wohl doch offscreen noch mehr ausräumen müssen, weil guckt euch das an, das ist jetzt schon wieder voll hier. Und wo soll ich jetzt meine ganzen Glitzersternchen unterbringen? Weiß ich auch noch nicht. Hier muss ich pflanzen, das ist mir klar. Ein Mini-Klingoid, ja? Damit könnte ich Möbel einfärben. Hm, in lila. Möbel in lila wären vielleicht auch nicht übel. Ich mache jetzt erstmal was total Verrücktes. Ja, das ist ja falsch. Ich mache jetzt erstmal was total Verrücktes. Und, schreibe Kevin Briefe. Mein lieber Kevin. Punkt. Fertig. Noch einen. Komm an, Kevin. Mein lieber Kevin, hier. Punkt. Und dann noch einen Brief schreiben. Komm an, Kevin. Mein lieber Kevin, noch was. Und dann bekommt er von uns die, Heroiden. Ich finde es lustiger, wenn wir ihm die per Post schicken, als wenn wir ihm sie einfach vor die Wohnungstür legen. Das ist so ein bisschen persönlicher, oder? Weiß man euch, ob man die nachbestellen kann, ob man dann irgendwie sonst noch dran käme? Und hier ist sogar noch ein bisschen Platz. Ich überlege nur gerade, wo wir die unterbringen. Guck mal hier, können wir die schon mal unterbringen? Dann ist das ein bisschen sortierter. Silbererz könnte dann auch hierhin, dann nehmen wir die Lilanen da raus. Und die Lilanen hierhin. Voll gut, wie der da hinten abgeht. Ja, und dann vielleicht richte ich dann doch oben meinen Arbeitsplatz schon ein mit dem Retro-Krempel und all dem. Hm, mal gucken, was es heute alles zu kaufen gibt. Schauen wir doch einfach mal. Palim, palim. Und ich müsste auch wieder ernten und überhaupt und so viel zu tun. Ich würde gerne noch eine neue Stadtverschönerung angehen, aber eigentlich möchte ich dafür erst die Wege legen und das muss dann halt Kevin machen und Kevin hat sich noch nicht richtig angefreundet mit Sina und es dauert noch alles. Schlimm. Und Kevin braucht 10.000 Sternis eigentlich. Die können wir ihm mal schicken. Nee, ich möchte in meinem Haus noch nichts ausbauen. Wir gehen jetzt erstmal hier Nuck und Nucks Heim- und Gartenbedarf und gucken, was wir da noch Schönes finden. Und dann kaufe ich nochmal Briefpapier und dann schicke ich Kevin seine 10.000 Sternis, die er braucht für seine Hausanzahlung. Willkommen, willkommen. Ja, ja, Mann. Hätte ich gerne das da, bitte? Das Kiltpapier. Eine gute Wahl in der Tat, war. Eine Packung enthält 4 Blätter und kostet 160 Sternis. Ja, gib mal her. Und vielen Dank, Mann, für den Einkauf, ey. Ich bestätige hiermit von dir, die Transaktion erhalten zu haben und so. Das Musikstück sieht toll aus. Ein Pünktchenhocker, wie süß. Ein KK Rock Song. Eine gute Wahl in der Tat. Und der Preis kostet 3.200 Sternis und so war. Oh ja. Elvis Style. Insta bei. Vielen Dank, Mann, für deinen Einkauf, ey. Ich bin bestimmt von dir, 3.200 Sternis erhalten zu haben und so. Was ist das denn hier? Das ist ein Seerosentisch. Eine gute Wahl in der Tat, war. Kostet 1.600 Sternis. Na, hab ich dein Interesse hier weg? Nee, jetzt das nicht.
Ah, verstehe. Guck dich einfach in Ruhe um. Unsere anderen Waren sind auch voll Töfte, weißt du? Hab ich schon. Will ich nicht, brauche ich nicht. Den könnte man vielleicht rosa einfärben mit so einem rosa Kristall. Dann würde natürlich auch ganz gut da reinpassen. Würde jetzt aber gerne erstmal Möbel bestellen. Ach, man kann auch Kleidung bestellen. Ach, das ist ja super. Dann kann ich solche Sachen also doch jederzeit verkaufen, ja? Habe ich. Habe ich auch. Arbeitslampe haben wir auch bei mir. Und die ganzen Azurmöbel. Haben wir die ganzen Babys. Ballondinger, die ich nicht so mag. Blattbett brauche ich nicht. Bogenhanf nicht. Buntglaslampe. Ich überlege nur gerade, wie wir das dann gestalten. Bürotisch müsste ich ja noch haben bei mir. Mal abgesehen davon, dass ich gerne einen schwarzen. Habe ich auch noch. Da ist die Designeranlage. Dann da oben Designerbett brauche ich nicht. Aber die Designerkommode könnten wir dann da hinstellen. Das Regal nicht unbedingt. Den Schrank aber. Das Sofa auch. Guck mir das mal an, wie das aussieht. Ich kann es ja immer noch verkaufen. WZW weiterverschenken, wer es gerne hätte. Duftlampe besitzen wir noch. Duschkabine haben wir, glaube ich, auch noch. Einkaufswagen brauche ich nicht. Einmachglas auch nicht. Diese komische Elektro auch nicht. Den Empfangstisch müsste ich sogar noch bei mir rumliegen haben. Nur gerade einen Flachbildschirm brauche ich bei mir nicht unbedingt. Das ist diese krasse Goldbank, ey. Mega. Gummibaum habe ich. Einen Hamster habe ich auch noch. Da ist der Heizkörper aus der Hölle. Herzchen Schrank, Herzchen Spiegel. Also cool waren die halt jetzt auch nicht mit dem Herzchen-Dinger, ne? Dann mache ich das da oben nämlich erstmal ein bisschen edel vom Design. Oh, Kokosnusspalme, die habe ich, besitze ich ja auch noch. Die fand ich ziemlich cool, muss ich ja sagen. Langkaktus, Laterne, Lavalampe, Lehrerstuhl haben wir bei mir auch noch stehen. Eine Lotuslampe hätte ich eigentlich ganz gerne nochmal, weil die voll hübsch ist. Das sind die ganzen Minimalsachen, die sehen seltsam aus. Das Mondkatana besitze ich noch. Das Notebook auch. Das sind meine ganzen coolen Orientmöbel, von denen ich ja Gott sei Dank so viele habe. Hachira sah gut aus. Die Laterne, die Arbeitsplatz. Den habe ich noch, genau. Da kommt der Tisch davor. Und dann kommt auf den anderen Tisch noch... Gott, den Planwagen, what the hell. Den anderen Tisch kommt dann der Dings. Genau, dann die ganzen Pünktchen. Abend für den Fall brauche ich nicht unbedingt. Radiorekorder habe ich noch. Hauptstation brauche ich auch nicht. Genau, das kommt einfach. Ich gestalte das vielleicht so ein bisschen zusammen. Royalmöbel habe ich auch inzwischen schon recht viele, ne? Die Schachfiguren-Sachen brauche ich nicht unbedingt. Schlagzeug ist total geil. Schreibmaschine. Habe ich die noch bei mir? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe sie verkauft. Den Sekretär habe ich, glaube ich, noch. Oh, muss ich denn mal gucken, wie ich das Zimmer oben einrichte. Das mache ich dann aber offscreen, sonst dauert das ja ewig. Die Triumphbogen. Weil ich so einen Krempel habe, ne? Alter. Oh, ich muss da gerade gucken, passende Wände. Für so ein Arbeitszimmer brauche ich natürlich passende Wände. Den Boden fand ich ja ganz super, aber ich hätte gerne eine Wand und zwar halt in Braun eigentlich. Das ist so krass. Ich habe gar nicht so viele coole Wände, muss ich sagen. Buntholzwand ist vielleicht noch mit das Schönste teilweise. Ich gucke mal gerade, ob es jetzt vielleicht bessere Wände gibt. Ah, Himmeltapete, Mann. Die kennst du schon. Ich glaube, die hast du sogar schon mal gekauft, Mann. Ja, ich meinte, die hätten wir sogar gerade eben gesehen. Oder auf jeden Fall ist es nicht das, was ich haben will. Ah, der Gartenzaun. Den hast du, glaube ich, auch schon mal gekauft, wa? Wird jetzt wenig kosten, aber... Ja, willst du nicht. Das kann ich verstehen, Mann. Ja, kein Problem, ey. Aber bei Gerd, ob es eine coole Pflanze gibt. Und dann mache ich oben wirklich mein Arbeitszimmer rein. Und verkaufe dann die ganzen Plüschtierchen erstmal. Wie cool, Mann, super, dass du da bist.
Ja, ich hätte hier ganz gerne diese kleine Tanne. Weil sie ein Ziel an Bäumchen super. Dafür nehme ich genau 60 Sterne. Ja, klar, gib her. Juhu, danke, Mann. Oh, was haben wir hier? Das da ist eine Hecke, das Allee. Dafür würde ich jetzt leben. Genau 120 Sternis. Wo wollen Sie, Chef? Nee, danke. Kein Problem. Lass mich wissen, wenn du es dir anders überlegst. Was da? Das da ist ein Duftblütenbusch. Dafür nehme ich. Warte Sie, ich muss wieder Deep Thinking betreiben. Dafür. Ich würde sagen, wieder 120 Sternis. Wo wollen Sie, Chef? Nee, danke. Na gut, kein Problem. Sag einfach, wenn du es dir anders überlegst. Ja, mir ist nichts, was ich sonst noch haben will. Schau wieder rein. Dann kannst du rausschauen. Bei mir in der Gärtnerei. Denn ich bin Gerd. Und ich bin Gärtner. Ja, danke, Gerd. Voll gut. Neue Haarfrisur war ja auch nötig jetzt. Ich weiß nicht, aber was für eine neue Haarfrisur nehmen wir denn da? Wieder mein Pferdeschwanz? Der war voll süß. Oder total gewagtes? Mal gucken. Hallöchen, Süße. Willkommen beim Shampoodel. Wenn du gerne eine professionelle Tippveränderung hättest, dann bitte vor der Maschine Platz. Oh, da bist du ja wieder. Gefällt dir die Haarfrisur nicht? Nee, mir gefällt die Haarfrisur nicht so wirklich. Also dann, wonach steht dir heute der Sinn? Neue Frisur. Eine neue Frisur. Na, das ist doch gar kein Problem. Kostet wie immer 3000 Sternis. Ah, super. Na, dann gib mir deine Sachen her und ich kümmere mich darum, dich komplett neu erstrahlen zu lassen. Schauen wir mal. Welchen Look wünschst du dir? Eher klassisch. Verstehe. Nicht so weit abseits des konservativen Styling-Fahrwassers. Eine zu reservierte Haltung lässt sich unnahbar erscheinen. Dennoch ist Seriosität ein absolutes Muss. Wie ist deine Attitüde? Siegt bei dir die Vernunft oder bist du ein Rebell? Ich war immer Rebell, aber ich könnte mal das andere dann nehmen und dann bleiben wir Rebell. Ach du Schreck, im Ernst? Naja, auch Rebellen haben ihren speziellen Charme. Kann noch eine Sache interessieren. Willst du dein Leben lang rebellisch bleiben oder willst du dich ändern? Rebell auf Lebenszeit. Mal gucken, was das denn wird. Du willst also immer und überall top frisiert aussehen. Wunderbar, jetzt weiß ich genau, welche Frisur du willst. Also dann, welche Haarfarbe spricht dich denn an? Oh, können wir mal was total Beklopptes machen? Hell. Ich hätte die folgenden hellen Kolorationen im Angebot. Verliebtes Herz, ferner Osten, frisches Laub, luftige Höhen. Verliebtes Herz klingt schön. Krieg ich dann rosa Haare? Alles Klärchen, jetzt habe ich eine genaue Vorstellung vom Ergebnis. Teilen wir also los. YOLO! Oh mein Gott, wie geil! Oh, eine Kurzhaarfrisur! Tada, du siehst fantastisch aus. Man erkennt dich kaum wieder. Das macht bitte 3000 Sterne. Oh, ich sollte dir noch deine 7 Sachen zurückgeben. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat. Oh, wie gut! Kurzhaarfrisur sieht auch voll süß aus. Vielleicht gibt es ja hier auch lila. Wir können ja mal gucken, ob wir das mit den lila Haaren hinkriegen. Also nicht wie meine Perücke, aber ihr wisst schon. Zur Perücke passend. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch, Süße. Wird bald sein. Kann ich ja mal gucken. Vielleicht gibt es dann lange Haare mit lila. Wäre auch eine coole Möglichkeit. Aber das sieht auch voll süß aus. Gucke wir mal in der Wurfschneiderei vorbei. Und Briefe müssen wir auch noch abgeben. Und oh Gott. Oh, hallo. Ich bin so begeistert. Entenschnabel. Och, das hier auch süß. Die Krone ist ja geil. Das ist eine Königskrone. Dieser Artikel ist für beide schlechter geeignet. Wenn du dich nicht gegen ein Königsoutfit hast, ist das sehr zu empfehlen. Es kostet die Schlappe 1.200.000 Sternis. Ui. Ui, ui, ui. Oh, schön, sehr luxuriös dieser Stil. Der Preis beträgt übrigens 1.200.000 Sternis. Lieber nicht. Oh, wirklich nicht. Komisch, ich frag mich warum. Rosa Mütze ist ja auch ganz süß. Gucken wir mal, ob es hier irgendwas Neues zum Kaufen gibt. Klamotten, die wir gebrauchen können oder so. Ja. Herzlich willkommen. Das ist eine kurze Hose. Oh, das ist ja süß.
Toll, wie putzig das Jeanskleid wird. Kostet 580 Sternis. Oh, das steht mir total gut. Du siehst hinreißend aus. 580 Sternis würden wir dafür nehmen. Oh, das behalte ich gleich an. Gut, dann tun wir die Kleidung, die du vorher anhattest, einfach in deine Tasche. Vielen Dank. Das ist ja voll süß. Das ist voll süß. Danke, wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Das ist voll süß, das Kleid. Es gefällt mir ausgesprochen gut. Passt auch gut zu unseren kurzen rosa Haaren. Wir probieren jetzt ein bisschen was aus, bis ich so einen Stil finde, wo ich denke, ja... Ja, das entspricht meinem Charakter. Immer rein in die gute Stube. Hey, du siehst ja heute so anders aus. Was passiert? Neue Haarfrisur. Hä? Was passiert eigentlich, wenn ich den... Ich wollte doch eigentlich den Dutt da mittragen. Den habe ich jetzt aber gar nicht dabei. Habe ich den aus Versehen verkauft? Kann das sein, dass ich den aus Versehen verkauft? Oder weggelegt? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir aufgefallen, wenn ich den verkauft hätte. Ich wollte ja gucken, wie der Dutt damit aussieht. Hier ist aber nichts, was ich haben will. Tut mir leid. Aha, danke. Komm mal wieder vorbei. Auch wenn du wieder nichts kaufst, das ist eines allerlei. Kein Problem, das stört mich nicht. Das wäre alles so schön, wenn sie mal was kaufen würde. Brüchen! Können wir noch Eugen erschrecken? Wir haben jetzt ganz viele Fossilien. Hallo, Eugen! Guten Morgen! Entschuldigung, habe ich wieder geschlafen? Oh, sie wollen was stiften. Erstmal die Eleganzstatue abgeben. Bitteschön. Hoffentlich ist sie nicht gefälscht. Nanu, Eleganzstatue, super. Mein Ehrenwort, ich gehe sorgfältig damit um. Ja, später gibt's dazu eine detaillierte Beschreibung. Danke schön. Brauchen Sie noch etwas? Ich habe noch Fossilien zum Analysieren. Wirklich schöne Fossilien. Insgesamt 7 Stück sogar. Bitte fein. Mehr als nur ein. Super. Das sind alles hochwertige Fossilien. Aber die besitzen wir schon. Schade, dass ich sie Ihnen nicht abkaufen kann. Bitte schön, hier gibt's sie zurück. Noch etwas. Nee, danke, damit werden wir durch. Tschüss. Tschüss. Mal gucken, ob wir hier oben eventuell vielleicht oder vielleicht auch nicht was Neues haben. Da gibt es hier diesen komischen Zaun. Aber den silbernen Köcher habe ich sogar schon. Hier. Euphemia. 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 Oh, ach du meine Güte. Für die Verzeihung. Ich habe meine Augen ausgeruht. Tja, also. Das ist ein Museumsboden. Wie beim letzten Mal auch schon. Wenn du ihn haben willst, meine Güte, 2000 Sternis. Nee, danke. Oh, sicher. Na gut, dann schau dich um. Aber den silbernen Köcher hat mir jemand geschenkt. Den brauche ich nicht mehr. Den habe ich geschenkt bekommen. Habe ich jetzt eigentlich noch... Die Popos habe ich wieder. Dann können wir noch zusammen Sylt gehen und uns den täglichen Witz anhören. Oh, Jemine, ich bin gespannt, was Samsel da wieder für uns vorbereitet hat. Süßer Vögelchen! Samsel, was haben Sie für uns vorbereitet? Palim, Palim. Hey, Samsel, na du alte Socke? Oh, die sind schon wieder da, ob wir hier geschlossen haben. Unglaublich. Willst du was Bestimmtes? Naja, ich habe wieder Essen für dich. Oh, wirklich? Ist übrigens super stylische Haarfrisur. Freut mich total. Ja, und die sehen ja auch so ein bisschen passend dazu aus. Hier. Pfirsiche. Oh, wow, so viele Popos. Boah, das ist mir fast peinlich, dass du dir solche Umstände für mich machst. Weißt du, die esse ich jetzt später mal ganz in Ruhe. So. Und jetzt bereite ich einen total tollen, wirklich super genialen Witz für dich vor. Also setz dich so mal hin, gleich geht's los. Danke und vielen, vielen Dank. Auch heute ist Dr. Samsels Praxis offen für Gefühlsausbrüche. Der Zustimmungswitz meines alten Lehrers hilft dir, wenn du unter schlechten Herzen leidest.
Aber ich weiß nicht, ob ich ihn so gut erzählen kann wie er. Also gut, ich versuch's ganz einfach. Eine Sache geht mir wirklich auf die Nerven. Wieso können junge Leute heute einfach nicht mehr zuhören? Dabei ist es doch so einfach. Still sitzen, Geduld beweisen, die Lauser aufsperren. Und die ganze Zeit über höflich nicken, um zu zeigen, dass man doch zuhört. Etwa so. Ach ja, interessant. Verstehe natürlich. Im Ernst? Genau. Jawohl. Oh, Samselt. Was meinst du? Ich glaube, mein Zustimmungswitz hast du mal zum ersten Mal gehört. Das bedeutet, es gibt einen neuen Eintrag in dein Witzebuch. Verwende dein Witzebuch, um Zustimmung zu verbreiten und dein komisches Talent zu suhlen. Oh, jetzt kann ich nicken. Das ist cool. Lächeln. Oh, bedruppelt gucken. Und ich kann auch Nein sagen. Okay, das ist cool. Nein, bringen wir mal hier rüber zu Ja. Verlegenheit, Sorge. Sorge ist nicht so mit, aber Verlegenheit, finde ich, dann passt da wieder ganz gut hier hin. Cool. Mag es, wenn er mir applaudiert. Ich finde das gut. Okay, dann haben wir heute auch fast alles erledigt. Gehen wir jetzt noch Briefe bei Pelli wegbringen und dann haben wir auch schon wieder ein bisschen mehr Platz in den Taschen und dann gehe ich offscreen noch Sachen machen. Hallo Pelli! Willkommen am Pastor von Pilsdorf. Und was möchtest du tun? Danke, Pelli, meine Ohren sind tot. Briefe versenden, bitte. Gerne, wer soll Post von mir bekommen? Jemand in Pilsdorf. Das ist kinderleicht. Wähle einfach die Briefe, die du versenden möchtest. Und dann ab in den roten Briefkasten damit. 1, 2, 3, 4. Bestätigen. Bitteschön. Na gut, ich werde diese Post für dich verschicken. Danke für deinen Besuch im Postamt von Pilsdorf. Okay, Pelli. Bye, Pelli. Schön, Pelli. Auch an euch erstmal bye. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, Bewerten, Teilen, Favorisieren, Liken. Keine Ahnung, was man alles mit YouTube-Videos heutzutage so machen kann. Wir sind das nächste Mal wieder bei Animal Crossing New Leaf. Mal schauen, mit welcher Haarfrisur wir dann mal irgendwann glücklich werden und ob ich offscreen jetzt noch ein bisschen was mit Kevin machen kann und so. Und ich richte das Zimmer mal ein. Ihr werdet dann was Schönes zu sehen haben beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tüdelü, tüdelü, baba.